Psychologie der Superreichen von Rainer Zietelmann. Geld mag zwar nicht alles im Leben sein, aber es ist ein wichtiger Faktor, der viele Aspekte unseres Lebens beeinflusst. Immer mehr Menschen sind heutzutage auf der Suche nach einem Weg, um finanzielle Freiheit zu erlangen, ohne dabei ihre Lebensqualität zu opfern. Viele träumen von einem Leben, in dem finanzielle Sorgen keine Rolle mehr spielen, und einige streben sogar danach, wirklich reich zu werden. Allerdings scheint der Weg an die Spitze der Einkommensleiter oft nur einer ausgewählten Elite vorbehalten zu sein. Das wirft die Frage auf: Was haben diese Menschen, das den meisten von uns fehlt? Die folgenden Abschnitte basieren auf einer umfangreichen Studie, die 45 Superreiche untersucht hat, und liefern uns wertvolle Einsichten und Antworten auf diese Frage. Während du diese Zusammenfassung hörst, wirst du erfahren, warum ein exzellentes Abiturzeugnis allein nicht unbedingt garantiert, dass du in Zukunft reich wirst. Warum es hilfreich ist, deine Ziele aufzuschreiben, um sie effektiver zu erreichen. Und schließlich, warum erfolgreiche Unternehmer so geschickt darin sind, aus ihren eigenen Fehlern zu lernen. Bereite dich darauf vor, dein Verständnis für den Weg zum finanziellen Erfolg zu vertiefen und wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Lass uns gemeinsam beginnen. Kernaussage 1: Das Geheimnis der Superreichen, Unternehmer als Schlüsselakteure. Superreichtum ist ein Begriff, der schwer zu definieren ist, da es keine einheitliche Definition gibt. Dennoch fällt auf, dass die Mehrheit der superreichen Unternehmer sind. Doch ab wann gilt jemand als superreich? Die Antwort darauf ist nicht eindeutig, da die Forschung im Bereich des Reichtums hinter anderen wissenschaftlichen Disziplinen zurückbleibt. Dies liegt zum Teil an der ungleichen Verteilung des Reichtums und der Schwierigkeit, repräsentative Daten in kleinen Gruppen zu erheben. Die Frage, ob jemand als reich gilt, wird oft im Zusammenhang mit Einkommensverteilung und Gerechtigkeit diskutiert. Die Bundesregierung definiert Menschen als reich, wenn sie im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung überdurchschnittlich hohe Einkommen erzielen. Doch diese Definition wirft weitere Fragen auf. Was ist mit Personen, die wenig verdienen, aber viel geerbt haben? Die Forschungsarbeit von Zietelmann, die auf einer Dissertation und der Befragung von 45 superreichen Selbstständigen basiert, trägt wesentlich zur Erforschung von Vermögen bei. Seine Ergebnisse zeigen, dass auch Erben zur sogenannten Vermögenselite gehören können. Dennoch hat die Mehrheit der Superreichen ihren Reichtum eigenständig erworben. Zietelmann unterscheidet drei verschiedene Typen von Schwervermögenden. Typ 1, von ihm als Misfit bezeichnet, hat sich bereits in der Schule durch rebellisches Verhalten von Anpassung und Autorität distanziert. Für ihn ist die Selbstständigkeit eine logische Alternative zur Festanstellung. Typ 2 kann sich zwar vorstellen, als Angestellter Karriere zu machen, strebt jedoch schneller nach mehr Einkommen, Verantwortung und spannenderen Herausforderungen. Typ 3 stammt oft aus einer Unternehmerfamilie und hat nie in einer normalen Festanstellung gearbeitet. So viel steht fest: Superreiche haben ihren Erfolg meistens aus eigener Kraft erreicht. Doch was sind die Antriebskräfte, die sie antreiben? Welche Eigenschaften und Einstellungen zeichnen sie aus, um finanziell ganz nach oben zu gelangen? Dies werden wir im Verlauf dieser Zusammenfassung genauer betrachten. Kernaussage 2: Der Antrieb der Superreichen, Freiheit und Unabhängigkeit als höchste Motivation. Warum streben Menschen danach, superreich zu werden? Welche Bedeutung hat der erlangte Reichtum und wie nutzen sie ihn? Diese Fragen wurden den 45 superreichen Teilnehmern in Zietelmanns Studie gestellt. Die überwältigende Mehrheit nannte Freiheit und Unabhängigkeit als ihre größte Motivation. Dieser Wunsch schloss auch die Zielsetzung finanzieller Sicherheit ein, die es den Unternehmern ermöglichte, sich uneingeschränkt auszuprobieren und bei der Umsetzung ihrer Ziele Fehlentscheidungen und Rückschläge zu verkraften. Obwohl sie längst genug Geld besaßen, um nie wieder arbeiten zu müssen, waren sie mit Leidenschaft in ihre Projekte involviert. Die erlangte Unabhängigkeit eröffnete ihnen die Möglichkeit, völlig neue Ziele zu verfolgen. Eine weitere Gemeinsamkeit unter den Befragten war ihre klare Definition ihrer Ziele. Die meisten von ihnen hatten die Gewohnheit entwickelt, ihre beruflichen Ziele schriftlich zu formulieren und die notwendigen Schritte zur Umsetzung detailliert zu visualisieren. Dies entspricht der Goal-Setting-Theorie des US-amerikanischen Psychologen Edwin Locke, die besagt, dass die Konkretisierung von Zielen im Durchschnitt zu mehr Disziplin und Erfolg führt als vage Vorstellungen. Das Geld selbst, obwohl der zweitwichtigste Antrieb auf dem Weg zum Superreichtum, diente für die meisten nur als Mittel zum Zweck.
Viele investierten es in neue Ressourcen und die Expansion ihrer Unternehmen. Einige fanden Erfüllung darin, andere Menschen und Projekte als Mäzene zu unterstützen. Interessanterweise war die Einstellung zum Kauf von Luxus und Konsum geteilt. Während einige Wert auf Luxus und Kaufkraft legten, war dies für andere von nachrangiger Bedeutung. Es ist klar, dass der richtige Antrieb eine entscheidende Rolle spielt. Doch die andere Hälfte des Erfolgs liegt in den individuellen Eigenschaften und Fähigkeiten, die einen Menschen erfolgreich machen. Kernaussage 3: Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer erfordert keinen Spitzenabschluss, sondern implizites Wissen. Es gibt die weit verbreitete Vorstellung, dass akademische Erfolge in Schule und Universität unmittelbar mit beruflichem Erfolg korrelieren. Eine Studie aus dem Jahr 2009 von Professor Dr. Lauterbach mit dem Titel Vermögen in Deutschland deutete darauf hin, dass wohlhabende Menschen im Durchschnitt häufiger ein Abitur oder einen Hochschulabschluss besaßen als Menschen aus der Mittelschicht. Dies ließe vermuten, dass schulische und universitäre Leistungen einen direkten Einfluss auf den beruflichen Erfolg haben, oder? Die Forschungsergebnisse von Zietelmann hingegen präsentieren das genaue Gegenteil. Der Großteil der von ihm befragten Superreichen hatte bestenfalls durchschnittliche schulische Leistungen vorzuweisen. Daraus ergibt sich die Gegenthese zu Lauterbachs Studie. Es müssen andere Faktoren im Spiel sein, die jemanden zu einem herausragenden Unternehmer machen. Langzeitstudien wie die Terman-Studie, die die Lebenswege von über 1600 Kaliforniern über einen Zeitraum von 60 Jahren verfolgten, legen nahe, dass es weitere Erfolgsfaktoren gibt. Kinder, die in ihrer Jugend zum Beispiel als Klassensprecher fungierten, hatten eine höhere Wahrscheinlichkeit, später erfolgreiche Unternehmer zu werden. Früher Leistungssport verfolgt zu haben, konnte den Ehrgeiz in eine bemerkenswerte Karriere umwandeln. Des Weiteren neigten Kinder, die in Unternehmerfamilien aufwuchsen, oft dazu, selbst den Weg in die Selbstständigkeit einzuschlagen. In Zietelmanns Gruppe der Superreichen war der Anteil derjenigen, die aus selbstständigen Elternhäusern stammten, beispielsweise 10-mal höher als in der übrigen Bevölkerung. Der entscheidende Erfolgsfaktor scheint jedoch das implizite Wissen zu sein. Der Psychologe Arthur S. Reber definiert implizites Lernen als den unbewussten Prozess, bei dem wir Erfahrungen aus verschiedenen Tätigkeiten und Aufgaben in eine Art abstraktes Wissen umwandeln. Dieses Wissen ist zwar nicht explizit abrufbar, aber es unterstützt uns vor allem dann, wenn wir komplexe Entscheidungen treffen müssen. Umgangssprachlich könnte man dieses implizite Wissen am besten als Intuition beschreiben. Die Kindheitserfahrungen, die zuvor beschrieben wurden, spielen eine bedeutende Rolle beim Erwerb dieses impliziten Wissens. Kinder, die früh Verantwortung als Klassensprecher übernahmen, erwarben eine Fähigkeit zur Verantwortungsübernahme. Und Kinder, die in selbstständigen Familien aufwuchsen, entwickelten oft ein tiefes Verständnis für die Vorteile und Chancen des Unternehmertums. Kernaussage 4: Verkaufstalent ist ein entscheidender Schlüssel zur Superreichtum. Einig waren sich fast alle Superreichen in einem Punkt. Ihr Erfolg war im Wesentlichen ihrem Verkaufstalent zu verdanken. Doch was genau bedeutet das und warum ist Verkaufstalent so entscheidend? Hierbei geht es nicht nur um den Verkauf von Produkten, Ideen und Dienstleistungen, sondern vor allem um die Fähigkeit, andere Menschen von etwas zu überzeugen. Die Vorteile sind offensichtlich. Wer mühelos Interesse weckt und Vertrauen aufbaut, kann als Unternehmer leichter Beamte von Genehmigungen überzeugen oder Bankangestellte für Kreditvereinbarungen gewinnen. Der deutsche Soziologe und Volkswirt Werner Sombart prägte den Begriff des Händlers, der andere Menschen durch geschickte Argumentation überzeugt und Gegenargumente kompetent entkräftet. Tatsächlich empfinden erfolgreiche Unternehmer es oft als eine angenehme Herausforderung, ein anfängliches Nein in ein Ja zu verwandeln. Das anfängliche Ablehnung wird als Ausgangspunkt für die Suche nach Gemeinsamkeiten und Gründen betrachtet, auf deren Grundlage eine Einigung erzielt werden kann. Einer der von Zietelmann interviewten Superreichen erzählte beispielsweise von einer Situation, in der der Verkauf eines Mehrfamilienhauses fast gescheitert wäre, weil der Käufer 5 Minuten in seinem Büro warten musste. Der Unternehmer erkannte, dass der Mann aufgrund der Wartezeit verärgert war und konnte den Deal durch Geduld und geschickte Gesprächsführung retten. Um langfristig erfolgreich zu überzeugen und zu verkaufen, sind Einfühlungsvermögen, die richtige Kombination aus Fachkompetenz und didaktischer Fähigkeit sowie gute Kontakte von entscheidender Bedeutung.
Fachwissen und Kommunikationsfähigkeiten sind erforderlich, um ein Verkaufsangebot überzeugend zu präsentieren. Empathie ist notwendig, um auf mögliche Zweifel der Kunden einzugehen. Ein umfassendes Netzwerk ist unerlässlich, um langfristig viele potenzielle Käufer zu erreichen. Egal, ob es um den Verkauf von Staubsaugern, den Abschluss eines Bankkredits oder den Umgang mit Behörden geht. Wer über Verkaufstalent verfügt, erreicht in vielen Situationen leichter und schneller seine Ziele. Kernaussage 5. Optimismus ist der Schlüssel für Selbstständige, um erfolgreich zu sein. Ein weiterer Konsens unter der von Zitelmann befragten Vermögenselite war, dass all das Verkaufstalent der Welt nutzlos ist, wenn man nicht mit Optimismus an die Arbeit geht. Die Superreichen verstanden darunter im Wesentlichen ein starkes Selbstvertrauen in sich selbst und ihre Fähigkeiten. Bemerkenswerte 93% der Interviewpartner beschrieben sich selbst als Optimisten. Damit meinten sie weniger ein generelles Vertrauen in die Welt oder positives Denken, sondern vielmehr den Glauben an ihre eigene Fähigkeit, auch in den schwierigsten Situationen stets passende Lösungen finden zu können. Dabei spielte es keine Rolle, auf welchen Fähigkeiten oder Erfahrungen dieser Optimismus aufbaute, sei es Wissen, erlernte Fähigkeiten oder ein umfangreiches Netzwerk. Dieses immense Potenzial eines solchen Optimismus ist keineswegs zu unterschätzen. Psychologen und Forscher im Bereich Unternehmensführung verwenden dafür den Begriff der Selbstwirksamkeit. Ein hoher Grad an Selbstwirksamkeit bedeutet ein ausgeprägtes Vertrauen in die eigene Fähigkeit, die gesteckten Ziele zu erreichen. Für die meisten Befragten war ihr Optimismus auch ein unverzichtbares Werkzeug, um pessimistische Mitarbeiter zu motivieren. Viele berichteten von Kollegen, die chronisch skeptisch waren, sich bei Problemen schnell beklagten, Abwehrhaltungen einnahmen und die Teamatmosphäre vergifteten. In diesem Zusammenhang wirkte ihr Optimismus wie eine ausgleichende Kraft, die den Mitarbeitern neue Hoffnung und Motivation gab. Jedoch sollte Optimismus nie in Übermut umschlagen. Eine Studie aus dem Jahr 2009 von Professor für Entrepreneurship Keith Hmielewski und Psychologieprofessor Robert Barron, in der 207 Existenzgründer untersucht wurden, ergab, dass erfolgreiche Unternehmer tatsächlich deutlich optimistischer waren als andere Menschen. Die Studie zeigte jedoch auch, dass der Unternehmenserfolg abnahm, sobald dieser Optimismus eine gewisse kritische Schwelle überschritt. Die Forscher schlossen daraus, dass ein solcher übermäßiger Optimismus zu Selbstüberschätzung, riskantem Verhalten und geschäftsschädigenden Fehlentscheidungen führen kann. Letztendlich liegt es also in der Verantwortung jedes Unternehmers, seinen Optimismus in Schach zu halten. Eine Möglichkeit, um Fehler zu vermeiden, besteht beispielsweise darin, sich von besonnenen und vorsichtigen Partnern und Kollegen beraten zu lassen. Kernaussage 6. Es gibt keine einheitliche Charakterformel für Superreiche, aber klare Gemeinsamkeiten. Zitelmann wollte herausfinden, welche weiteren Charakterzüge neben Optimismus notwendig waren, um superreich zu werden. Daher führte er mit 43 der 45 Interviewpartner einen sogenannten Big Five Persönlichkeitstest durch, bei dem die Ausprägung von 5 entscheidenden Charaktereigenschaften untersucht wurde. Diese 5 Eigenschaften sind Offenheit, Extraversion, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit und Neurotizismus. Die Superreichen sollten auf einem Fragebogen ihre Zustimmung zu bestimmten Aussagen markieren, c.b. ist oft in Streit verwickelt oder erledigt Aufgaben gründlich. Anhand dieser Antworten zog Zitelmann Schlüsse über die 5 Merkmale. Offenheit bezieht sich auf die Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Erfahrungen, Extraversion auf die Geselligkeit und soziale Einbindung, Verträglichkeit auf die Fähigkeit, respektvoll auf andere Rücksicht zu nehmen. Die Gewissenhaftigkeit verbindet Pflichtbewusstsein mit Ehrgeiz, Disziplin und Ausdauer. Und der Neurotizismus beschreibt die emotionale Stabilität oder Labilität. Die Testergebnisse waren beeindruckend. Während Offenheit, Gewissenhaftigkeit und Extraversion bei der großen Mehrheit der Teilnehmer stark ausgeprägt waren, zeigten die Ergebnisse für Verträglichkeit und Neurotizismus schwächere Ausprägungen. Um als stark ausgeprägt zu gelten, mussten die Befragten mindestens 25 von 40 möglichen Punkten erreichen. Die Gewissenhaftigkeit war mit 39 von 43 starken Ausprägungen das auffälligste Merkmal. Es folgten die Extraversion mit 29 Übereinstimmungen und die Offenheit mit 28. In Bezug auf Neurotizismus bezeichneten sich alle Befragten mit weniger als 20 Punkten als emotional stabil und robust.
Die Verträglichkeit war besonders interessant. Obwohl 21 der 43 befragten Superreichen sich selbst als sehr respektvoll und empathisch einschätzten, ergab der Abgleich ihrer Testergebnisse mit den Antworten aus den Interviews ein völlig anderes Bild. Die Mehrheit der Gruppe neigte nicht zur Verträglichkeit, sondern zur Konfliktorientierung. Dies deutete auf eine deutliche Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung hin. Der Test zeigte somit gewisse charakterliche Übereinstimmungen und Parallelen, obwohl Zietelmann betonte, dass auch individuelle Gewichtungen der Persönlichkeitsmerkmale zum großen unternehmerischen Erfolg führen konnten. Kernaussage 7. Superreiche hegen eine gewisse Abneigung gegenüber dem Mainstream. 41 der 43 befragten Superreichen gaben an, dass sie im Leben lieber eigene Wege gehen, anstatt den vorgezeichneten Pfaden zu folgen. Aus dieser Aussage leitete Zietelmann eine weitere Voraussetzung für ihren Erfolg ab. Eine ausgeprägte Neigung zum Nonkonformismus. Der Begriff Nonkonformismus wurde 1912 vom österreichischen Ökonomen Joseph Schumpeter in seiner Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung geprägt. Schumpeter argumentierte, dass erfolgreiche Unternehmer sich vor allem dadurch auszeichnen, dass sie sozialen Konventionen widerstehen und dabei keine Scheu davor haben, die Missgunst ihrer Mitmenschen auf sich zu ziehen. Zietelmann identifizierte in seiner Gruppe zwei Typen von Nonkonformisten. Typ 1 handelte aus reiner Gegensätzlichkeit zum Mainstream. Er genoss das Gefühl, gegen den Strom zu schwimmen und mit seiner Andersartigkeit anzuecken. Für Typ 2 war der Mainstream hingegen von Natur aus keine maßgebliche Bezugsgröße. Er handelte nicht aus Prinzip anders als die Masse, sondern weil er schlichtweg lieber seinen ureigenen Werten und Überzeugungen folgte. In beiden Fällen bietet die Unkonventionalität des Nonkonformismus erhebliche wirtschaftliche Vorteile. Wer abseits der ausgetretenen Pfade geht, entzieht sich von Anfang an dem harten Wettbewerb und seinen begrenzten Wachstumschancen. Das Beispiel von Uber verdeutlicht, dass innovative Geschäftsmodelle selbst in hart umkämpften Branchen erhebliches Erfolgspotenzial haben. Während herkömmliche Taxiunternehmen in einem überfüllten Markt nur begrenzt expandieren können, ist das Start-up mit seinem revolutionären Ansatz innerhalb weniger Jahre zu einem milliardenschweren Branchenführer aufgestiegen. Hier zeigt sich eine Parallele zur Geldanlage. Personen, die ihr Erspartes in beliebte und sichere Wertpapiere investieren, haben deutlich geringere Chancen auf beeindruckende Renditen im Vergleich zu jenen, die in mutige, risikoreiche Anlagen investieren. Kernaussage 8. Der erfolgreiche Umgang mit Rückschlägen und Fehlern ist ein Schlüssel zum Erfolg der Superreichen. Jeder, der ein Unternehmen führt oder für seine Existenz selbst verantwortlich ist, kennt die Realität, dass der Weg zum Erfolg nicht nur steil bergauf führt, sondern auch durch tiefe Täler und schwerwiegende Krisen verläuft. Die Studie von Zietelmann zeigte, dass Superreiche auf drei Arten ihre Fassung bewahren, wenn die Dinge schieflaufen. Erstens haben sie aus der Erfahrung mindestens einer existenziellen Krise gelernt, dass man am besten mit kühlem Kopf handelt, wenn das Schiff zu Leck schlägt. Die meisten Interviewpartner führten ihre große Gelassenheit auf ihren Optimismus zurück, während einige auch ihren christlichen Glauben als Stütze nannten. Diese innere Ruhe gab ihnen die Kraft, in schweren Momenten offen und transparent mit Partnern und Investoren zu kommunizieren. Diese wiederum honorierten die Ehrlichkeit mit Vertrauen und hielten die Treue über die Krise hinaus. Ein Unternehmer beispielsweise geriet einmal in Zahlungsverzug bei fast 80 Gläubigern. Doch weil er seine Situation jedem einzelnen Gläubiger gegenüber ehrlich offenlegte, hielten sie zu ihm, bis die Durststrecke überwunden war. Zweitens neigen Superreiche dazu, die Verantwortung für Fehler und Rückschläge bei sich selbst zu suchen, anstatt die Schuld auf andere abzuwälzen. Dies rührt von ihrem starken Wunsch her, die Kontrolle über ihre eigenen Handlungen zu behalten. Das Konzept der Eigenverantwortlichkeit ermöglicht es ihnen, Erfolg auf ihre eigenen Leistungen zurückzuführen. Das bedeutet gleichzeitig, dass sie die Ursachen für Misserfolge auch bei sich selbst suchen müssen. Gleichzeitig können sie ihre eigenen Fehler am besten verzeihen und abschütteln. Drittens zeichnen sich Superreiche durch ihre Fähigkeit aus Fehlern die richtigen Lehren zu ziehen. In der Unternehmensforschung wird dies als Handlungsorientierung nach Misserfolgserlebnissen bezeichnet. Eine Studie der Psychologen Sigrun Göbel und Michael Frese aus dem Jahr 1999 zeigt, dass dieser aufgeschlossene Blick in die Zukunft direkt mit unternehmerischem Erfolg in Verbindung steht. Ein Befragter berichtete zum Beispiel von einer Phase, in der seine IT-Firma fast an den Anforderungen eines Kunden gescheitert wäre.
Die entwickelte Software war der Größe des Betriebs nicht gewachsen, musste aufwendig angepasst werden und stürzte die Firma in eine insgesamt zweijährige Krise. Die Mühe hat sich jedoch ausgezahlt. Das überarbeitete Produkt trug zu einem großen Erfolg für beide Seiten bei. Kernaussage 9. Der erfolgreiche Umgang mit Risiko spielt eine bedeutende Rolle, insbesondere auf lange Sicht. Jede Selbstständigkeit birgt ein gewisses Maß an Risiko. Es ist daher naheliegend, dass superreiche Unternehmer eine gewisse Risikobereitschaft mitbringen. Doch wie viel Risiko ist genau notwendig, um dauerhaft an der Spitze zu bleiben? Forschungsergebnisse zeigen, dass erfolgreiche Unternehmer in der Regel deutlich risikofreudiger sind als der Durchschnitt der Bevölkerung. Eine Studie des Allensbacher Instituts für Demoskopie aus dem Jahr 2016 ergab beispielsweise, dass ganze 51% der deutschen Bevölkerung ihren Besitz weitestgehend unverändert erhalten möchten, während nur 23% bereit sind, Risiken einzugehen, um mehr zu erreichen. Im Gegensatz dazu betonten Zietelmanns vermögende Interviewpartner einstimmig, dass großer Wagemut zu schnellem und großem Erfolg führen könne. Doch ist das wirklich der Fall? Benötigt man zwangsläufig hohe Risikobereitschaft, um große Erfolge zu erzielen? Es gibt auch zahlreiche Gründer, die trotz aller Risikobereitschaft gescheitert sind, aber in der Statistik nicht erfasst werden. Schließlich hat Zietelmann nur diejenigen interviewt, die offensichtlich erfolgreich waren. Die wissenschaftliche Gemeinschaft ist in dieser Frage uneins. Einige Ökonomen, wie Frank H. Knight aus Chicago, sind nach wie vor der Meinung, dass hohe Risikobereitschaft eine wesentliche Voraussetzung für großen unternehmerischen Erfolg ist. Deutsche Psychologen wie Andreas Rauch und Michael Frese hingegen glauben, dass nachhaltiges Wachstum nur mit moderater Risikobereitschaft möglich ist. Es scheint, dass auf lange Sicht Besonnenheit und Vorsicht sich als nachhaltiger erweisen. Dies ist logisch. Wer ständig alles riskiert, kann auch dauerhaft alles verlieren. Die älteren Teilnehmer in Zietelmanns Studie gaben an, ihre Risikobereitschaft im Laufe der Zeit reduziert zu haben, da sie jetzt auch für ihre Familie verantwortlich sind und die Energie scheuen, die sie im Falle eines herben Verlustes erneut in den Vermögensaufbau stecken müssten. Daher kann eine hohe Risikobereitschaft, besonders in den Anfangsphasen eines Unternehmens, zu großem Wachstum führen. Wer jedoch langfristig erfolgreich sein will, muss in der Lage sein, wirtschaftlichen Wagemut in ökonomische Besonnenheit zu überführen. Zusammenfassung zum Buch Psychologie der Superreichen von Rainer Zietelmann. In dem Buch von Rainer Zietelmann, basierend auf Interviews mit 45 Superreichen, werden wesentliche Erkenntnisse über den Weg zum Superreichtum vorgestellt. Die Kernaussagen des Buches lassen sich wie folgt zusammenfassen. Erstens, keine einheitliche Definition von Superreichtum. Es gibt keine einheitliche Definition für Superreiche, aber die meisten von ihnen sind Unternehmer. Der Weg zum Superreichtum ist vielfältig und hängt von individuellen Umständen ab. Zweitens, Motivation der Superreichen. Die größte Motivation der Superreichen ist der Wunsch nach Freiheit und Unabhängigkeit. Sie verfolgen klare Ziele und setzen sich schriftlich damit auseinander. Geld ist für sie in erster Linie ein Mittel zum Erreichen ihrer Ziele, nicht Selbstzweck. Drittens, Erfolgsfaktoren. Superreiche zeichnen sich durch Eigenschaften wie Optimismus, Verkaufstalent und Risikobereitschaft aus. Sie lernen aus ihren Fehlern und entwickeln nützliches implizites Wissen, das ihnen bei komplexen Entscheidungen hilft. Viertens, Charaktereigenschaften. Superreiche weisen oft starke Gewissenhaftigkeit, Extraversion und Offenheit auf. Der Grad der Verträglichkeit kann variieren und viele neigen zum Nonkonformismus. Fünftens, Umgang mit Rückschlägen. Superreiche bewahren Ruhe in Krisen, suchen Fehler bei sich selbst und ziehen die richtigen Schlüsse aus ihren Fehlern. Sie kommunizieren offen und ehrlich, um Vertrauen zu erhalten. Sechstens, Risikobereitschaft. Erfolgreiche Unternehmer sind risikofreudiger als der Durchschnitt, aber die Besonnenheit auf lange Sicht ist oft nachhaltiger. Eine ausgewogene Herangehensweise an Risiken ist entscheidend. Handlungsempfehlungen dazu? Sei authentisch und folge deiner Vision, auch wenn sie nicht dem Mainstream entspricht. Entwickle dein Verkaufstalent, denn Überzeugungskraft und Verhandlungsgeschick sind wertvolle Fähigkeiten. Lerne aus deinen Fehlern und bleibe optimistisch, um mit Rückschlägen umzugehen und implizites Wissen aufzubauen. Diese Erkenntnisse können als Leitfaden dienen, um berufliche und unternehmerische Ziele zu erreichen und erfolgreicher im Geschäftsleben zu sein. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben.
Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer kommenden Zusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!